Left Floor 3 Ich hochgeht. meine, True Pacifist, wie gesagt, ich würde einschätzen, für einen True Pacifist 2 Stunden noch. Ich meine, so viel ist es ja auch nicht mehr. Da sind nochmal der Kampf gegen Metaton. Also Core nochmal. Muffet. Muffet nicht vergessen, ne? Na, Muffet kommt ja jetzt, dann Metaton. Und dann? Dürfen so 20 Minuten sein dazwischen. Je nachdem, wie schnell du einen Core fertig machst. Eine halbe Stunde. Das wird ein Speedrun, Leute! Ja, und dann Escort, das wäre eine Stunde. Für doch, zwei bis drei Stunden. Ja, locker. Zunder Plane attacks, not because he's jealous, Vulking is paying attention to you! Ja, Muffet! Ja, Muffet ist toll, wirklich! Ich liebe Spider-Dance, das ist so ein schönes Lied. Ach, keine Sorge, der Stream, der stirbt bei mir die ganze Zeit. seit Anfang. Apropos sterben, bin in Breath of the Wild ziemlich oft gestorben. Das Spiel ist schwer. Oh. Liegt sicher, dass es nicht daran liegt, dass du einfach nur die ganze Zeit rumfuckst und Nein, ich bin in den Kaltgebiet ohne Mantel rein und ich habe den einen Stein zu spät bemerkt, der auf mich zugerollt ist. Gut gemacht. Ja, Mann. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's doch noch geschafft. Also Leute, das Spiel spielt man anders, nicht so wie ich. Das ist halt dieses Fallout-Prinzip, weißt du? Heil-Items, egal, du bekommst konstant Schaden. Einfach Heil-Items reinhauen, wird schon nichts mehr passieren. So spielt man das nicht. Ja, bei mir leckt das halt auch, weil es Full HD ist. Ich verstehe nicht, genau, warum Hitbox keine Option macht, dass man die Qualität runterstellen kann. Ja, Stein des Todes, kannst du laut sagen. Oh Mann. Ich dachte auch, ich werd verarscht. Aber sonst ist das Spiel echt geil. Hat so weiter eine Bewertung von, keine Ahnung. Ich glaube, jede Review-Seite hat dem eine fucking 10 von 10 oder so gegeben. Nicht jede, manche hatten auch wieder. Ja, 9 von 10 oder sowas, aber. Trotzdem fucking. Too much. 7,8 von 10, too much water. Echt so. You stopped. Was war da? Du bist angehalten, nur damit du diesen Kaktus da anschaust. Oh. Ich meine, wenn doch schon richtig. Did you hear what they just said? They said a human wearing a striped shirt will come through. Stimmt. I heard that they hate spiders. I heard that they love to stomp on them. I heard that they like to tear their legs off. Ich würde nicht sagen, dass Waifu. Dass Muffet meine Waifu ist, aber. Sie ist süß! Sie ist süß. I heard. Aber meine echte Waifu ist immer noch Kara. Der auch für die Stingy with their money. Ja, hör mal auf, Matze, wäre es zu viel verlangt. Die Sache ist, wie mache ich das auf OBS? Bitte, danke! OBS, da stellst du doch einfach ein. Wo? Warte mal, das hat einen Druck. Okay, einer von euch guckt das jetzt bitte auf Google nach, ich besiege jetzt Muffet. Ich kann nicht, ich muss Kummer nachhören. Okay, Matze, du machst das. Oder you. Naja, er will ja. Weißt du, er will ja, dass. Er will, dass es verliert. Also sollte er es auch suchen. So verläuft es auf unserem Discord-Server. Wenn du eine Antwort haben willst, such selber. Echt mal. Willkommen auf Discord. Why so pale? You should be proud. Nee, keine Sorge. Ich schau auch. Ich schau mal mit aus Spaß. But you're going to make a delicious cake! Stream. Let you go, don't be silly! Okay. Muffet, tidy up the web around you!
Your soul is going to make every spider very happy. Oh, how rude of me, I'm also going to introduce you to my pet. Du gehst bei Video-Settings rein. Weil Full HD, das hat auch wieder was mit der Auflösung zu tun. Höchstwahrscheinlich. Ja, deswegen gehst du bei Video, machst du dann einfach die HD-Auflösung, also 1280x720. Die Sache, ist leider nur, dann ist die generelle Auflösung von der Aufnahme auch da unten, aber ich glaube, das soll jetzt nicht so schlimm sein. Ja, aber bei Escort, ich meine, wenn das so scheiße hat, leckt. Ja, gut. Das Stream, der leckt wie Sau. Ist mir höchstwahrscheinlich bewusst. Ich weiß mal gar nicht, was das für ein Haustier ist. Ist das ein Muffin? Ein Todesmuffin. Ich meine, es macht doch Sinn, sie heißt Muffet. Ja, deswegen. Was Muffet für beide Kinder sofort? Spider-Dance. Sorry, oder eine bestimmte Blume. Nun, ich hab die ja gekillt. Die ist weg. Howdy, I'm Flowey. No, Flowey is dead. Oh no. Matze, jetzt sei leise. Da rede ich über Flowey. Flowey ist tot. Man sollte nicht über Tote reden. Das heißt, ich darf im Genocide-Run dann gar nicht mehr reden, oder was? Also jedenfalls nicht über die Matze, die du umgebracht hast. Da darf ich ja gar nichts mehr sagen. Oder redest du über deine tote Oma? Junge. Jetzt hab ich sie aber gegeben. Oh. Dieb. Das Spiel gibt es, den Kampf gibt es, ich kann nicht mehr hin. Den Kampf von Muffet gibt's auch übrigens im Google Play Store. What? Das Spiel heißt, ich glaube, das war Pink Soul heißt das Spiel. Da hast du jetzt zum Beispiel das, was hier jetzt kommt, hast du halt auf dem Handy als spielbar. Huh. Dingsbums. Und dann hört man Spider-Dance die ganze Zeit, ne? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, da kommt kein Ton. Dasselbe gibt's dann auch übrigens mit der Green Soul, also Green Soul, das ist dann der Kampf mit Undyne, wo du Pfeile abwehren musst. Ah. Blue Soul, der Kampf mit Papyrus, wo du einfach nur über Knochen springen musst. Leider nicht Sans. Ich will Sans haben, Alter. Also ein Sans-Kampf auf dem... Oder so eine Simulation auf dem Handy von Sans würde ich gerne spielen, als Training. Man könnte sagen, hey, that's pretty good. Und dann gibt es noch die Yellow Soul, das ist dann mit Metaton. Also du musst Metatons abschießen. Aber ja, Pink Soul, da ist einfach dieses mittlere Feld, wo du den Spinnen ausweichen musst. You're still alive? Oh, my pet, looks like it's time for the ich habe gerade tatsächlich Werbung für Apps gemacht im App Store. A telecom for the spiders in the ruins? What? They're saying that they saw you and you helped donate to their cause? Aber ich muss das jetzt einfach mal raus haben. This is all a bit of a big misunderstanding. I thought you were someone that hated spiders. The person who asked for the soul, they must have met a different human in striped shirt. Sorry for the trouble. Warte mal. Darf man überhaupt Werbung machen? In meinen Streams schon, weil... Ich pack dann einfach im Let's Play eine Anmerkung rein, von wegen, kauft das nicht! Ey, das ist kostenlos. Das sind kostenlos. Ich meine, wenn es eh kostenlos ist, dann meine Güte, wo ist das Problem? Abonniert Snarre! That was fun, see you again, dearie. Abonniert Snarre! Ich piepst das einfach weg. Nein! Liked meine Videos. Oh, that human! Okay, bevor wir jetzt irgendwas mit Metaton machen, gehe ich auf Einstellungen. Video. Benutzer definiert. Gehen wir auf. Werbung für Nerblo Mario. Moment, jetzt erstmal. Sagen wir mal die Einstellungen für Video. Keine Ahnung, was ist noch nie von mit Nerblo Mario gehört, sorry, yo. Aber ich kann keine Werbung machen für etwas, was ich noch nie gehört habe. Sagen wir nochmal die Auflösung, das geht bitte. Doch nicht. 1280. Ja. Nicht 1380, ich bin dämlich. So, 1280 mal 27, ne? Jo. Alles klar. Übernehmen. Und ja, doch. Abonniert CNQ, CNQ macht guten Content.
Und jetzt mache ich kurz einen Cut. Oh no. Oh, ups. Das ist schon. Hallöchen. Ich glaube, das muss ich jetzt ein bisschen. Okay. Howdy, my name is Flowey. Das sollte jetzt. Der Stream ist angehalten. Oh nein! jetzt sollte wieder laufen. Oh nein! Ja, jetzt läuft er wieder, okay. Das Ding läuft immer noch voll HD. Was? Warte, ich refresh schon mal. Ja, refresh erstmal die Page. Vielleicht ist Hitbox wieder nur scheiße. Denke ja, Hitbox jetzt, ja, scheiße. Refresher und dann sagt er 27p. Wunderbar. Wunderbar. Na? Ja. Jo. My one true love. You look bored, darling. Moment, ich schreibe kurz in den Chat. 27p. Ich würde das Lied jetzt gerne singen. Ohne Witz. Die Page. So. You look bored, darling. I want this to be a stellar performance. So if you want to be here you are, then I'll skip ahead for the audience sake. Perform. Understood. Let's knock him dead. So, ich versuche es zu singen. Das wird jetzt grottig. Oh mein Gott, er macht's nicht wirklich, oder? Machst du's? Dann singen wir aber irgendwann Bohemian Rhapsody. Oh mein Gott! Please learn another way. Oh Gott. As the king. Oh Gott! Forbids your stay. Alter, mach doch wenigstens die Töne richtig. Humans must. Wo ist meine Pistole? Life far apart. Oh, wo ist mein Dolch? Even if. Wo ist die nächste Steckdose? Breaks my heart. Wo ist denn hier eine Blechgabel? They'll put you. Was kann man sich denn noch erschlagen? Salzsäure, gute Idee. Aber ich hab keine Salzsäure. And then you'll die alone. Oh, Anne Tang ist da. Anne, bitte sag mir, womit ich mich umbringen kann. Schnell. I cry. Augen ausbrennen? Halt doch nicht! Oh, das geht doch nicht weiter! Halt die Fresse, you! Und das Timing war perfekt! Genau jetzt endet es! Ich liebe das Timing, yo! So sad that you are going to the dungeon! Well, Doodles! Was? You said you're going to the dungeon ist auch Teil vom Lied. Oh no, whatever shall I do? My love has been cast away. Oh man, das war cool. Ich entschuldige mich für alle Ohren, die ich vergewaltigt habe. Ich wusste nicht, wie ich mich umbringen soll. Lampen, ja, Lampen habe ich auch nicht. Wie denn? Ich habe Popcorn. Wie willst du dich mit Lampen umbringen, mein Lieber? Nein, auch nicht. Bestes Material, ohne Witz. Bestes. Sagt, jemand muss Handy Bescheid sagen. Oh Gott, ist das ekelhaft. Direkt verkackt. Oder? Ja, hast verkackt. Was oder? Verkackt? Ich überlebe, natürlich. Du hast das Rätsel verkackt. Nee, du bist falsch gelaufen. Oh nein, Elvis wird das ja überhaupt nicht jetzt ausschalten oder so. Nee. Aber tatsächlich gibt's den Weg, wie du das machen kannst. Ja, oh, einfach, doch, einfach du hast ihn gefunden. Du hast den Weg gerade gefunden, aber leider zu spät. Was zu spät? Ja, ich hab überlebt. Ja, du hast überlebt, aber du hast den Weg gefunden, aber auch zu spät. Also ja, es gibt den Weg. Metaton also, ja, Attacks. This is it, darling. Say goodbye. Is that your phone? You better answer it. Hey, this is bad, but don't worry. There's one last thing I installed on your phone. You see that yellow button? Go to this phone's act menu and press it. Ich singe schöner als alle anderen hier. My heart will go on. Ja, das stimmt. Also ehrlich, da bin ich ja von den Gesangskünsten her der Beste. Wir haben Matze noch nicht gehört. Oder hat er schon mal gesungen? Wüsste ich Matze nicht so. Ich kann erst behaupten, dass ich der beste Sänger von uns bin, wenn ich Matze gehört habe. Ich habe Anke auch noch nicht singen gehört, glaube ich.
Und wenn, dann ist es schon lange her. Weil sie will nie singen für mich! Es ist schon lange her. Ja, das auch. Dass Angel gesungen hat. Schon lange. Ja, ich kann ein Ice Cream kaufen, oder? I'm so happy. Ein Ice Cream is really changing the world. Darf ich bitte ein Ice Cream kaufen? Du Arschloch! You, komm noch mal rein und sing Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ja. You'll never hear me sing. Okay, na dann ist es beschlossen, ich bin der beste Sänger von uns. Ich fordere dich doch nicht auf aufzuhören, Ange! Bohemian Rhapsody. Okay. Ich bin immer noch dafür, dass wir Bohemian Rhapsody singen. Oh ja, so ein Cover. Für deinen Kanal zum 1. April, let's do it. Oh ja. Nee, ich meine im Stream. Oh Gott. Aber daher nehmen wir Donated, weil es ja auch, glaube ich, gar nicht möglich ist. Keine Ahnung. Wow, ein Job. Weapon brauche ich nicht. Cowboy 12 ein... Defense. Attack up when won. Nein, brauche ich nicht. Kann man hier donaten? Geht das hier? Ja, der Unterschied, Ange, ist, oder? Du düdelst, aber du singst nicht. Weißt du? Singen ist eine ganz andere Sache als düdeln. Cowboy Head. Cowboy Head ist cool. Ja, aber Clover sagt hallo. Die Sache ist aber mit dem Cowboy Head, das gibt mir Attack ab. Aber der Apron gibt mir ein AP jeden Zug. Ja, deswegen. Also deswegen. Hau den Cowboy Hood weg. Was heißt hier weg und ich hab den nicht mal gekauft? Achso, ich soll die deutsche Nationalhymne jodeln. Ja, mach mal. Okay, warte mal. Ich hab mir sogar den Text rausgesucht, dass das nötig ist. Vor allem jetzt kommt das Statement mit Sense! Moment. Okay. Oh Gott, das passt doch. PK, du musst auf jeden Fall die Instrumental von der deutschen Nationalhymne abspielen, wenn er singt, okay? Ey, das Ding ist, ich kann nicht synchron dazu singen, da müsste ich es selber hören und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Okay, dann mach. Okay. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterfahrt. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland! Das hat sich angehört, als hätte Sans das gesungen. Das war voll meine Absicht. Nice one. Hätte ich gar nicht drüber gemacht. Jo, bevor du gehst, wir wollen dich im Recall. Im Recall? Ja. Die Frage, was ist das? Das ist... Erklärt dem Jungen, was Recall ist. Erklärt's dem Jungen. Erklärt es ihm. Na, Recall. Na, hier die SDS und so, dass du nochmal wiederkommen sollst. Ach so. Und das ist so eine Scheiße. Was weiß ich? Da müssen sie erstmal lernen, die Töne besser zu treffen. Das hat sich sehr monoton angehört, wie ich finde. Ich bin halt kein Sänger. Ja, das ist in Ordnung. War trotzdem gut. So, und jetzt kommt ein Dinner mit Sans. Hä, ja, wie also hast du das immer mal schon mit Sans? Ich wollte das aber vorlesen. Ach so, Leute, na dann. Ich bin aber wieder raus. Freue mich, dass ich einen kleinen Gastauftritt haben durfte. Gerne. Ich bin aber wieder im Chat aktiv, ne? Jo. Schönen Abend noch und guten Tag YouTube. Vielen Dank. Abonniert you. Abonniert Sing You. Ja! Er macht guten Content. Er singt nicht, aber er macht guten Content. Ja, du bist schmeichelhaft. Guten Abend. Nice. Bye. Ciao. Well, here we are. So, the journey is almost over, huh? You must really wanna go home. Hey, I know the feeling, butter. Though, maybe sometimes it's better to take what's given to you. Down here you've already got food, drink, friends. Is what you have to do really worth it? Ah, forget it. I'm rooting for you, kid. Hey, let me tell you a story. Some Ascendrin is not in forest, right? I sit out there and watch for humans. It's kind of boring. Fortunately, deep in the forest, there's this huge locked door.
It's perfect for practicing knock-knock jokes. So one day, I'm knocking him out, like usual. I knock on the door and say knock-knock. And suddenly, from the other side, I hear a woman's voice. Who is there? So, naturally, I respond, dishes. Dishes who? Dishes a very bad joke. Then she just howls with laughter. Like it's the best joke she's heard in 100 years. So I kept it coming and she keeps laughing. She gets, she's the best audience I've ever had. Then, after a dozen of them, she knocks and says, knock knock. I say, who's there? Old lady. Old lady who? Oh, I did not know you could yodel. Wow. Needless to say, this woman was extremely good. We kept telling each other jokes for hours. Eventually, I had to leave. My parents get kind of cranky without this bedtime story. But she told me to come by again, and so I did. Then I did again, and again. It's a thing now. Telling bad jokes through the door. It rules. One day, though, I noticed she wasn't laughing very much. I asked her what was up, and then she told me something strange. If a human ever comes through this door, could you please, please promise something? Watch over them, and protect them, would you not? No, I hate making promises. And this woman, I don't even know her name. But someone who sincerely likes bad jokes has an integrity you can't say no to. Do you get what I'm saying? The promise I made to her? You know what would have happened if she hadn't said anything? Buddy. You'd be dead where you stand. That is creepy. Hey, lighten up, bucko. I'm just joking with you. Besides, haven't I done a great job protecting you? I mean, look at yourself. You haven't died a single time. Hey, what's that look supposed to mean? Am I wrong? Leider ja. Leider ja! Clyde. Clyde. Ja, doch. Aber Clyde hat indirekt. Der hat mich gefickt. Und dann der Greater Talk. Well, that's all. Take care of yourself, kid. Because someone really cares about you. Und ich habe diesen Someone nicht gekillt. Fühlt sich gut an. Oh Gott, oh Mann, oh, ich hasse Popcorn. Warum? Was? What are you doing? Oh, da ist was reingerutscht. Wow. Oh, Kacke. Der Horror.